Hallo zusammen, ich bin Jewgen Sokolowski. Wir sind im Classic Remise Düsseldorf bei Factory SL und heute wollte ich kurzen Bericht machen über sehr seltene und sehr berühmte Porsche 550er Spider. Natürlich, wir machen keine Probefahrt mit dem Auto auf der Straße, auf dem offenen Verkehr, weil klar, warum. Ja? Das Auto hat Wert, Millionenwert. Und ich wollte nur heute kurz zeigen, wie das startet, wie ein bisschen Technik ist und ein paar kleine Geschichten. Kurze Geschichte von Auto. Die Porsche hat gebaut Rennwagen für Privatkunde und für Werksfahrzeuge. Die war insgesamt 118 Stück gebaut. Das ist Basis von Porsche 356, aber mit eigenen Rahmen, Aluminiumrahmen und mit Motor 4 Zylinder 1,5. Es gibt mit 1,3 und 1,5 Motor mit Königswelle. Und das Auto war sehr, sehr erfolgreich bei Rennsport. Die hat mehrere Rennserien gefahren und das war Zeit in Kategorie bis 1400 Kubik. Die Porsche war sehr, sehr gut nach vorne. Das Originalfahrzeug, das ist keine Replika, weil es gibt sehr viele Replika, das Originalfahrzeug mit super Historie, mit super Renngeschichte, das ist ein seltenes Exemplar, welches war bei Porsche restauriert. Und Original, die war im Gelb. Und es gibt viel Dokumentation, viel Video, viel Artikel im Internet über das Modell, über 550 Spider. Es gibt verschiedene Generationen auch. Das Auto war produziert von 1953 bis 1957. Sehr viel von dem nach Amerika gegangen und in Europa. Das Auto eine von bekanntes Exemplaren, die hat sehr gute Renngeschichte und einmal die war Teilnehmer im Le Mans. Es gibt böse Geschichte über das Auto, alle kennen Geschichte mit Unfall von James Dean und der hat von seiner Freundin Schauspieler Ale Guinness auch gehört, wenn der geht in dieses Auto rein, in einer Woche der stirbt. Das war am 23. September passiert und Unfall mit ihm am 30. genau eine Woche Todesfall bekommen und das war ein tödlicher Unfall. Ja, und alle damals hat gesagt, das ist ein sehr böses Fahrzeug, muss man Vorsicht und sehr leicht, sehr schnell, sehr aggressiv. Ja, heutiges Tag ist, wir haben ganz anders, ja, wir mehr ein bisschen schwer verstehen, wie kann das so gefährlich sein mit Fahrzeug 110 PS und mit Leichtbody, aber damals war so Dynamik, war so Rennen und so Leute. Frage, ob das Fahrzeug Investment oder nicht, wollte ich nicht über dieses Thema sprechen, weil alle weiß, der Fahrzeugpreis liegt über 4 Millionen. Deswegen ganz schwer Schätzung, ja, was geht weiter oder ob das Fahrzeug geht nach oben oder Preise geht runter, weil das ist ein sehr, sehr besonderes Modell. Die Thema Investment machen wir raus. Ich zeige euch Motorraum und ein bisschen Details von Motor und von Technik. Wir sehen das Karosse, ja, das ist alles Aluminium. Hier ist Rahmen und hier Boxster-Motor 1,5 Vierzylinder. Hier sehen wir Königswelle, dann sehen wir zwei Zündkerzen pro Zylinder, Vergaser, Weber-Vergaser. Hier sehen wir zwei Zündungen, ja, für rechte Seite und für linke Seite. Ich zeige euch Startprozedur. Die Kappen von Vergaser muss weg.
Nächster Schritt, wir machen Ölleitung auf. Batterie an. Zündung an. Benzinpumpe an. Dann ein bisschen warten, muss man hören, wenn ausgepumpt ist. Zündung 1, Zündung 2 und dann Start. Das hat mir sehr gefreut, das Auto zu euch zeigen und erklären. Sagen Sie mir Ihr Feedback, Ihre Kommentare und sagen Sie mir, welche Fahrzeuge in Zukunft sollen wir zeigen von unserem Gebäude von Klasse Cremise Düsseldorf. Ich wünsche alles Gute. Ciao.